oder? Oder? Absolut, absolut. Einen schönen guten Morgen. Toll, dass ihr alle da seid. Nicht nur hier in der Halle, sondern dass ihr vielleicht auch draußen an den Fernsehgeräten uns zuschaut. Freut mich riesig. Ich freue mich besonders, dass wir endlich wieder Gottesdienst feiern dürfen, dass wir uns tatsächlich zumindest mal wieder live sehen dürfen. Für alle Menschen, die vielleicht die letzte halbe Jahr hier bei uns im Livestream dabei waren, ich habe mir gerade gedacht, da sitzt der Stefan Kessler, der Mann aus der Moderatorenkabine. Wer ihn vielleicht mal live sehen will, hier sitzt der Stefan, dürft ihm nachher, na, die Hand schütteln dürft er nicht, aber ihr dürft zumindest mal ihm zuwinken von der Ferne. Genau, das freut mich riesig, dass wir nicht nur hier digital verbunden sind. Ja, ich habe dieses tolle Thema, das liegt mir dramatisch auf dem Herzen, dieses Thema neue Vision nochmal mit euch zu diskutieren und einfach nochmal ein paar Gedanken da reinzustreuen. Warum ist das ein ganz wichtiges Thema? Weil ich, wenn ich die Bibel lese, für mich immer wieder feststelle, dass es doch Themen gibt, die immer wieder auftauchen. Und eines dieser Themen ist tatsächlich diese Frage, was ist eigentlich so diese richtige, tolle, gute, einzige Vision? So, jetzt weiß ich gar nicht, wie es dir geht, ob du jetzt heute vielleicht das erste Mal bei uns bist oder ob du schon seit Jahren zu uns kommst, ob du vielleicht Christ bist oder kein Christ bist oder ob du jetzt heute das erste Mal eingeschalten hast bei uns und denkst, was sind das eigentlich für tolle Menschen hier auf der Bühne. Ganz egal, lass dich einfach mal mitnehmen. Ja? Versuch es mit deinem Kontext, mit deinem Horizont, mit dem, was du kennst und weißt und bisher schon gehört hast, zu verstehen und zu betrachten. Mir geht es um das Thema Vision deswegen, weil ich mit euch einen Blick nach vorne machen möchte. Eine Vision ist immer etwas, was nach vorne zielt. Eine Vision geht nie rückwärts. Ja? Eine Vision ist immer etwas, was nach vorne blickt. Es ist ein Ziel, es ist ein Gedanke, es ist ein Wunsch, es ist irgendwas, wo wir uns nach vorne ausstrecken und sagen, da möchte ich mal irgendwann sein, da möchte ich irgendwann hinkommen. Und warum ist eine Vision wichtig? Weil ganz einfach eine Vision, wenn sie gut erklärt ist, und wenn wir sie verstehen und wenn wir innerlich dazu Ja sagen können, eine immense Kraft freisetzt. Ja? Also wenn ich von irgendwas überzeugt bin, wenn ich sage, das ist die Wahrheit, daran glaube ich und dafür arbeite ich, das setzt eine gigantische Kraft frei. Und es gibt uns aber auch das Gefühl, gebraucht zu sein, das ist der zweite Part, es macht auch etwas mit uns, denn eine gute Vision, die vermittelt mir in meinem Leben auch diesen Gedanke, ich bin gebraucht, ja, ich werde benötigt, ich habe einen Sinn in meinem Leben. Es ist nicht zufällig, es ist auch nicht umsonst, dass ich hier auf dieser Welt bin, sondern ich habe was hinterlassen, wenn ich mal irgendwann nicht mehr bin, habe ich in dieser Welt mal irgendwann was hinterlassen. Und jetzt ist es ja so, dass die Welt ja gerade arm ist an Visionen. Ja? Wenn wir uns gerade umgucken, gerade zur Zeit, gibt es zig Visionen, denen wir begegnen, teilweise tagtäglich über die Nachrichten oder über die sozialen Medien, was auch immer. Also das fängt ja an hier von Fridays for Future Bewegung zum Beispiel mit einer gewissen Vision. Black Matters war ja mal in den Schlagzeilen vor kurzem. Das Thema Rettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer ist eine Vision. Ja, das ist ein bisschen jetzt in den Hintergrund gedreht wieder. Jetzt haben wir das Thema Moria mit dem Motto, ja, muss man den Menschen jetzt nicht einfach helfen. Also das sind jetzt zig Visionen im Umlauf. Ja, auch dieses Thema weniger Plastik, weniger CO2, rettet die Weltmeere, Pegida, Impfgegner oder sonst auch darüber hinaus alles Mögliche auch an in Anführungszeichen Verschwörungstheorien, ja, denen man nachhängen kann und nachgehen kann. Die Welt ist voll von alternativen Visionen. Und manchmal klingt das alles ganz gut und vieles davon ist auch richtig und wichtig. Ja, ich will das jetzt gar nicht hier unterbuttern. Vieles davon ist enorm wichtig und hat auch seine Berechtigung. Aber ich will euch trotzdem herausfordern, heute mal zu überlegen, welcher dieser Bewegungen wollen wir uns anschließen oder gibt es nicht auch bei unserem Gott eine ganz klare Vision? Und ich schocke euch jetzt einfach mal so ein Stück, ich schmeiße euch einfach mal ins kalte Wasser. Ihr seht hier gleich einen Bibeltext. Dieser Bibeltext ist aus Lukas, Vers 9, also Neues Testament. Und da begegnen zwei Männer in dem Fall, Jesus. Ihr kennt die Geschichte sicherlich, wenn nicht, ich lese euch gerne nochmal vor. Und zum einen anderen sagte Jesus, folge mir nach. Also Jesus spricht diesen Mann an und hat klar diese ganz klare Aufforderung, du bitte folge mir nach. Und er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Also der Schicksalsschlag, ja, Vater scheint gerade gestorben zu sein, liegt wahrscheinlich tot daheim, ja, und soll jetzt noch beerdigt werden. Und Jesus kommt jetzt an diese Person ran und sagt, hey, folg du mir nach. Und er sagt, ja, würde ich ja gerne und so, ne, aber ich muss erst noch heim, ich würde gerne meinen Vater beerdigen.
Und Jesus sagt zu ihm ganz klar: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Ich meine, okay, Jesus ist ein bisschen zynisch, ja, oder hat das vielleicht als Witz gesagt, nach dem Motto, ja, lass halt die Toten begraben, ja. Wie soll das gehen? Geht ja gar nicht, aber Jesus war hier ganz klar. Und wieder ein anderer sagte: Ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Also Szene war vielleicht so, dass die sich irgendwo getroffen haben, bei allen dieser viele Predigte, ja, Jesus war ja oft unterwegs. Vielleicht ist die Person dahin gereist, dieser Mann, die haben sich dort begegnet und sagte: Ich will der Nachfolge Jesus, aber erlaube mir zuerst, dass ich daheim nochmal kurz nach Hause gehe, um meiner Familie Tschüss zu sagen. Und auch da sagt Jesus ganz klar: Wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Wow, eine brutal schroffe Aussage, ja. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ihr so mit dem Pflügen vertraut seid, warum es so wichtig ist, dass man, wenn man pflügt, nicht nach hinten schaut. Das ist ganz einfach, wenn ich den Pflug führe, so damals, ja, und schaue zurück, dann mache ich halt so diese Schlangenlinie. Ja. Also das gibt nichts Gerades, ich bin nicht quasi hier zügig unterwegs, sondern ich eier halt so rum. So, jetzt kommen also diese zwei Menschen zu Jesus und wollen ihm nachfolgen. Erstmal könnte man ja sagen: Hurra, wie geil ist das denn? Ja, zwei Leute, die tatsächlich sagen: Ich bin bereit, Jesus, ich folge dir nach. Und die wollen für seine, und die werden von Jesus gefragt, für seinen Auftrag, für seine Vision einzustehen. Und er weist sie trotzdem ab. Jetzt könnte man sich hier die Frage stellen: Warum? Ja, also liegt es vielleicht daran, dass die noch in Sünde leben? Liegt es vielleicht daran, dass sie die falsche Herkunft haben? Liegt es vielleicht daran, dass sie vielleicht die falsche Sprache sprechen oder zu wenig Geld haben, zu wenig in die Gemeinde spende? Liegt es vielleicht daran, dass sie zu wenig Bibel lesen oder zu wenig bete oder was auch immer, ja? Nee, ich glaube, daran liegt es nicht, sondern Jesus sagt es deswegen ganz klar und ganz bewusst, weil er spürt, dass diese zwei Männer sich nicht zu 100% seinem Auftrag, seiner Vision hingeben können. Weil sie immer abgelenkt sind von: Da ist noch was zu tun, dort ist noch was zu tun, aber das ist doch auch wichtig. Und das ist doch auch wichtig. Und das könnte ich auch noch tun. Ja, ich könnte auch noch erstmal meiner Familie Tschüss sagen, ich könnte erst die Toten begraben. Das sind ja noch zwei wirklich dramatische Dinge, ja, zu sagen: Ich gehe erstmal kurz heim und sage meiner Frau und meine Kinder mal, ich bin ja mehr da. Ja, das ist ja so schon dramatisch. Und trotzdem sagt Jesus zu ihnen so sinngemäß: Hey, ich merke, ihr lasst euch nicht 100% einspannen, in Anführungszeichen. Ihr lasst euch nicht 100% für das begeistern, was eigentlich meine Vision ist. Und deswegen taugt es nichts. Jeder hat ja noch irgendwie was anderes zu tun, hat ja noch andere Aufgabe, die er auch für wichtig hält. Und es ist die Frage: Ja, was ist denn jetzt die Vision von Jesus? Was ist denn jetzt der Auftrag von Jesus? Was ist denn jetzt das, wo er sagt: Hey, dafür lasst euch bitte zu 100% begeistern, davon lasst euch bitte inspirieren, lasst euch das die Basis sein in eurem Leben. Und ganz klar, es steckt ja in dem Text schon drin, denn die Antwort, die Jesus gibt, ist ja eindeutig: Du aber geh hin und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Und wir gehen in der Bibel mal einfach ein paar Verse weiter nach hinten, ich nehme mich mal so chronologisch mit, und es gipfelt ja alles in dem bekannten Aussage von Jesus, die wir heute so als Missionsbefehl manchmal auch titulieren. Auch da könnt ihr mal mit mir mal reinlesen. Das steht in Matthäus 28. Da sagt Jesus: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Schauen wir mal einen Blick, legen wir nochmal einen Blick auf den Vers 19. Da sagt Jesus ganz klar: Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das ist imperativ. Und das ist nicht irgendwie so: Hey, wenn es euch beliebt, wenn ihr Bock habt, wenn es gerade zeitlich reinpasst, wäre ich euch enorm dankbar. So, wäre super von euch, ganz dufte, wenn ihr dann vielleicht mal bei Gelegenheit mal irgendwie was von mir weitererzählt. Nee, sondern da steht ganz klar drin: Geht hin und macht. Ja? Also da steht ein ganz klarer Auftrag drin, da steht eine ganz klare Vision drin. Und jetzt kann man natürlich das mal sich so angucken: Die Bibel hat ja viele Stellen, hat ja viele Geschichten, hat ja viel erzählt über Jesus. Ich denke, dass auch nur ein gewisser Teil aufgeschrieben wurde. Aber letztendlich von der Chronologie her gipfelt es, von der Darstellung des Textes, ja, gipfelt es ja in diesem einen Höhepunkt, in dieser Zusammenfassung,
in dieser Schlussaussage, die bewusst hier am Ende eines Briefes steht oder am Ende dieses Evangeliums steht. Da ist alles zusammengefasst, für was Jesus gelebt hat, was seine Mission war, was seine Vision und was sein Auftrag war, gipfelt in diesem einen Satz. Ich nehme euch mal noch chronologisch noch ein Stück weiter. Wenige Tage später, Jesus wurde ja gekreuzigt, ist gestorben, ist danach auferstanden, ist dann nochmal seinen Jüngern erschienen. Und wenige Tage später, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren ist, lesen wir noch was in der Apostelgeschichte. Das ist quasi so der Nachfolgeband, der Appendix zu den Evangelien. Und da lesen wir mal in Apostelgeschichte 1, also ziemlich gleich vorne, ab Vers 8. Wenn aber der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Ich muss noch kurz einen Satz dazu sagen. Zu dem Moment gab es den Heiligen Geist noch nicht. Also es gab natürlich schon, aber er war noch nicht ausgegossen. Ja, also wir leben ja noch in dem Moment, zu der Zeit, wo Jesus persönlich als Vertreter Gottes auf Erden war. Der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen. Und Jesus stellt es aber schon in Aussicht und sagt, wenn denn dann der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Machen wir mal kurz einen Punkt. Manchmal lesen wir den Satz auch nur bis dahin und machen einen Punkt. Dann werden wir mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Könnten sagen, hurra, super geil, ja, der Heilige Geist ist in mir. Kraft ohne Ende, da ist Energie, da ist Power in mir. Da ist Lebensfreude vielleicht, ja, oder was auch immer. Punkt. Dooferweise endet der Satz nicht da mit dem Punkt, sondern dooferweise geht der Satz nämlich weiter. Und zwar, für was wir diese Kraft denn bekommen sollen. Denn es heißt, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jetzt müsst ihr mal überlegen, die damalige Zeit vor knapp 2000 Jahren, ja, die haben auch schon Reisen gemacht, ja, die haben sich auch schon bewegt, ja, da gab es auch schon Schiffverkehr auf dem Mittelmeer immerhin. Da gab es vielleicht auch schon Handelsbeziehungen, Karawanen in Richtung Osten. Aber ich soll mal sagen, der Denkhorizont der damaligen Zeit war, ich glaube, etwas beschränkt. Amerika war noch nicht entdeckt, ich glaube, Australien gab es auch noch nicht. Das war noch etwas, muss man sagen, sehr räumlich beschränkt. Ja? Und jetzt kommt Jesus und sagt zu denen erstmal, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Okay, das war für die noch vorstellbar. Ja? Israel damals, okay, 200 Kilometer so, ja, so viel Tagesmärsche. Jerusalem war noch denkbar, Samarien, Judäa war noch denkbar, das war dann so die größere Region außenrum. Aber er sagt, nee, nicht nur das, sondern bis an die Enden der Welt, an die entlegensten Ecken. Das war ja für die damalige Zeit völlig, also das hat ja den Horizont gesprengt. Ja. Für uns ist es normal, ich setze mich in den Flieger, bin in 24 Stunden einmal um die halbe Welt. Für die damals war das ja gigantisch. Aber es zeigt ja nur, was Jesus eigentlich damit vorhatte, dass er diesen ganz klaren Auftrag in uns hineinpflanzen möchte, zu sagen, hey, ihr bekommt die Kraft des Heiligen Geistes, um bis an alle Ecken dieser Welt zu fahren, um überall letztendlich mein Wort, meine gute, frohe Botschaft zu verkündigen. Und jetzt hätte man sich nochmal was anderes überlegen können, nämlich als die Jünger damals, als Jesus gegangen war, waren die ja erstmal visionslos, ja, weil plötzlich war der große Anführer, das große Vorbild war ja plötzlich weg. Ja, also das, für was sie ihr Leben geopfert haben, nämlich genau die gesagt haben, ich lasse meine Familie zurück, ich gehe mit ihm, ich bin 3 Jahre unterwegs, alles für was, das die gelebt haben, war ja plötzlich weg. Und jetzt kommt dann Jesus wieder und sagt, hey, wenn ich dann tatsächlich gehe, dann kommt der Heilige Geist als Ersatz. Und jetzt hätte er vielleicht ja Aussage können, hey, wisst ihr was, wenn der Heilige Geist kommt, ja, dann könnt ihr mit dem toll Gottesdienst feiern. Ihr könnt toll Bibel lesen, ihr könnt toll beten, es fällt euch leicht, was weiß ich, Zeit zu investieren für andere Dinge. Ihr könntet problemlos Geld geben, ihr könnt was auch immer machen. Alles das, was wir vielleicht ein Stück weit auch gewohnt sind heutzutage, was für uns zum Christusein ein Stück weit ja, dazugehört. Ich will es auch gar nicht verdammen oder verteufeln oder sonst irgendwas. Ja, es ist alles gut, alles richtig. Mir geht es nur um die richtige Priorität. Und Jesus sagt das genauso hier. Er sagt nicht, wenn der Heilige Geist kommt, dann könnt ihr euch regelmäßig zum Gottesdienst versammeln. Sondern er sagt, ihr kriegt den Heiligen Geist, um die Kraft zu haben, hinzugehen, um Menschen von mir zu erzählen. Und es braucht dazu eigentlich nur eins. Es braucht dich und mich
die wir uns voll hinter diese Vision, hinter diesen Auftrag klemmen. Uns ihm zur Verfügung stellen. Also Jesus sagt hier ja auch, der Heilige Geist kommt und gibt euch die Kraft. Das ist gar nichts Mühevolles, das ist gar nichts Anstrengendes, außer dass wir sagen müssen, ich stelle mich voll in diesen Dienst. Wenn wir das tun, wenn wir dieser Vision folgen, ja, dann wird der Heilige Geist die Kraft in uns sein, die das tut. Vielleicht fragst du dich jetzt an dieser Stelle, toll, Matze, schön gesprochen, aber wie ist es jetzt zu allen anderen Visionen, ja, die ich vorhin genannt habe? Wie ist es jetzt vielleicht auch zu allen anderen Religionen? Wo ist der Unterschied zu all diesen Visionen? Also wo ist jetzt der Unterschied zu anderen Aufträgen, die es in dieser Welt gibt? Also beispielsweise Umweltschutz, ja. Und ich kann euch nur eins sagen, meine Antwort und auch gültig für mein Leben. Ich glaube, dass die Verkündigung des Evangeliums, die Verkündigung der frohen Botschaft die einzig wahre Vision ist, der es lohnt, sich anzuhängen. Warum? Weil Jesus der Einzige ist, der den Weg zu Gott, dem Vater, freigemacht hat. Weil wir durch Jesus anderen Menschen zu ihrem Heil verschaffen können. Weil wir durch Jesus anderen Menschen helfen können, in eine ewige Beziehung zu Jesus zu kommen. Weil wir durch Jesus anderen Menschen helfen können, ihr Leben in Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Weil wir durch Jesus anderen Menschen helfen können, innerlich gesund, innerlich heil zu werden, hier schon in das volle Leben zu kommen, das Jesus für uns bereithält. Das ist für mich ein dramatischer Unterschied, ja? ob ich mit einer Person beten darf, dass sie ihr Leben Jesus hinlegt. Oder ob ich mit einer Person darüber sprechen kann, ob es denn auch sinnvoll wäre, noch Plastik von Papier zu trennen. Auch wichtig, ja, auch wichtig. Aber es ist doch viel wichtiger und es ist, wie soll man sagen, für mich die einzig wahre Vision, für die es sich lohnt, tatsächlich sich zu leben und einspannen zu lassen. Es ist eine Investition in das einzig Wahre, nämlich in das Heil von Menschen. Und das kann sonst niemand. Das kann keine andere Vision. Das kann auch keine andere Religion. Und in Klammer, für mich ist Christentum keine Religion, Klammer zu. Das kann sonst niemand. Ja, das ist eine Einzigartigkeit, die tatsächlich nur Gott und Jesus vermag. Jemanden hier mitzunehmen, ja, in ein Heil von anderen Menschen investieren zu dürfen. Investieren zu dürfen, weg von einer Verdammnis, von einer ewigen Verdammnis, von einer ewigen Gebundensein, von einer ewigen Unfreiheit. Jemanden hinführen zu dürfen in ein ewiges Heil. Hinzuführen zu dürfen in eine Freiheit, in eine Wahrheit zu kommen. Hinführen zu dürfen von einer Lieblosigkeit hin zu einer Liebe. Wegzukommen von Trauer und Unfriede hin zum tiefsten Friede und Geborgenheit. Diese Kraft hat nur das Evangelium, diese Kraft hat nur Jesus. Und es gibt leider nur einen kleinen Haken an der Geschichte. Nämlich die Frage, was darf es dich kosten? Ich komme nochmal zurück in diese erste Bibelstelle von den zwei Männern. Die hätte es was kosten müssen. Ich hätte sagen müssen, du hast recht, Jesus, dein Auftrag ist viel, viel wichtiger als Tote zu begraben oder sogar wichtiger als von der Familie Tschüss zu sagen. Und auch hier gilt dieses Motto, was nichts kostet, ist nichts. Das ist in diesem Fall genauso. Ja? Wenn es uns nichts kosten darf, dann glaube ich auch dran, dass es nicht wirklich viel Frucht bringt. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass die allermeisten von uns, die wir hier sitzen oder die zuhören, diese Stelle kennen, dass die allermeisten von uns wissen, was damit gemeint ist. Aber ich glaube, dass wir manchmal in der falschen Priorität unterwegs sind. Und nur darum geht es mir heute Morgen. Ja? Ich will nichts verurteilen oder ich will auch nichts irgendwie schlecht machen. Mir geht es nur um die richtige Priorität. Vielleicht glaubst du manchmal, dass Gott uns erst
dass Gott dich erst dann für diesen Auftrag gebrauchen kann, wenn du, was weiß ich, 10 Jahre lang Christ warst. Vielleicht glaubst du manchmal, dass Gott dich erst dann gebrauchen kann, wenn du völlig frei von Sünde bist. Vielleicht glaubst du, dass Gott dich erst dann gebrauchen kann, wenn du ein gewisses Level des Heils oder der Erleuchtung oder der Begegnung oder der Wahrheit in dir hast. Vielleicht glaubst du auch, dass Gott dich erst dann gebrauchen kann, wenn du deine Gabe voll entdeckt hast, ja, und wenn du weißt, welche Gabe du bekommen hast. Vielleicht glauben wir auch, dass es erst dran ist, zig Gottesdienste und Kleingruppe und Kurse zu besuchen, bevor Gott uns gebrauchen kann. Und das will ich auch nicht schlecht machen, ganz im Gegenteil, das sind wichtige Dinge. Aber die richtige Reihenfolge ist, diese Dinge sind nur die Basis, sie können nur die Basis sein, sie können nur unser Fundament stärken. Aber sie können nie das eigentliche Ziel sein. Ja? Also sie können uns helfen, die Vision besser auszuführen, der Vision noch besser nachzukommen. Aber wenn wir nur uns trainieren, wenn wir nur uns schulen, wenn wir nur uns erstmal besser zu machen, ohne diesem Auftrag nachzukommen, dann fehlt was, dann ist das für mich die falsche Priorität, die falsche Reihenfolge. Punkt 1. Punkt 2. Ich glaube, dass wir uns oft ablenken lassen. Ich glaube, dass wir oft uns von Dingen gefangen nehmen lassen, die uns Zeit, Kraft und Energie rauben, dieser eigentlichen Vision nachzukommen. Und es passiert auch hier bei uns, ja, es passiert auch in der Gemeinde, es kann auch passieren, dass hier Leute kommen und sagen, hey, wir suchen noch jemanden für das und das, wir suchen noch jemanden da und dort, wir bräuchten noch jemanden, der sonntags, ja, alles richtig und gut, auch wichtig, aber auch da prüft immer für euch, ist diese Zeit, die ich da einsetze, ist die gut investiert, zielt die auf diese Vision ab? Oder lasse ich mich danach nicht gefangen nehmen und bin in dem Dienst, das sieht alles super aus, aber letztendlich komme ich vielleicht gar nicht wirklich dieser eigentlichen Vision nach. Manchmal lassen wir uns auch gefangen nehmen oder lassen uns vielleicht auch ablenken, ich sage es mal so, etwas neutraler, auch ablenken von unseren Hobbys, ja, oder von Dingen, die uns plötzlich wieder wichtig werden. Also ich kenne es aus meinem Leben, ja, ich war früher in allen möglichen Dingen aktiv und ich interessiere mich auch grundsätzlich für alles. Es gibt nichts, was mich nicht interessiert, ich könnte mich stundenlang in welche Dinge vertiefen. Ich muss es für mich immer wieder ablegen, ich muss es für mich immer wieder wegschieben. Weil ich sage, das raubt mir letztendlich nur Zeit und es raubt mir eigentlich nur Kraft, mich aufs Eigentliche zu fokussieren. Das ist die gleiche Thematik, was darf es dich kosten? Manchmal fällt mir das schwer, ja. Also ich mache jetzt mal ein kleines Beispiel. Vor zwei Tagen lag ich abends so noch eine halbe Stunde hier gemütlich im Bett. Dann kam die Martha zu mir und dann haben wir uns gemeinsam ein halbstündiges Video darüber angeschaut, wie Dampfloks funktionieren. Könnte ich stundenlang gucken, könnte ich den ganzen Abend damit verbringen, mich dafür zu interessieren, wie man einen Dampflok steuert. Weiß nicht warum, interessiert mich einfach so. Und ich merke dann für mich, das könnte ich jetzt machen, ich könnte mich den ganzen Abend dem hingeben. Ja? Und ich merke dann aber auch wieder, hey, eigentlich, so viel Spaß es auch macht, aber ich merke für mich, es lenkt mich irgendwann ab, ja? Weil ich dann in meinem Kopf nicht mehr diese Freiheit habe und nicht mehr diese Fokussierung habe, die ich eigentlich gern hätte. Vielleicht sind es auch Sachen wie, hey, ich schreibe noch einen Blog oder vielleicht sind es auch so Sachen wie, ich poste auf Instagram oder ich hänge irgendwelche Verschwörungstheorien nach. Alles Dinge, die letztendlich Zeit kosten und Zeit rauben und die uns nur dazu verleiten, dass wir uns verzetteln. Ich möchte meine wenige Zeit und Kraft, die ich habe, fokussiert und konzentriert einsetzen. Für diese Vision. Und deswegen steht nochmal diese Frage, was darf es dich kosten? Was ist dein Verzicht? Was ist dein Preis, den du dafür bereit bist zu zahlen, dieser Vision nachzujagen? Und ich habe das hier mal gebündelt auf einer Frage, die ich mal einfach in den Raum werfen will. Und ich möchte euch jetzt dann auch nochmal Zeit geben, das auf euch wirken zu lassen. Ich habe das formuliert in dieser eine Aussage, entscheide dich für die richtige Vision und nehme den richtigen Auftrag an.
Und nochmal auch an alle, die vielleicht schon länger dabei sind, die schon länger als Christ aktiv sind. Wir begegnen in letzter Zeit immer mehr Menschen, die schon 10, 15 Jahre oder so als Christ leben, ja, und die mal irgendwann sich voll für diese Vision, voll für diesen Auftrag haben hingeben können. Und dann passieren Lebensumstände. Das kann sein, der Mann heiratet, das kann sein, man bekommt Kinder, das kann sein, man hat einen Job plötzlich oder wechselt den Job. Das kann sein, dass man wieder ja, irgendwelche Hobbys für sich entdeckt. Das kann einfach Lebensumstände allgemein sein. Und wir haben es in letzter Zeit häufiger mit Leuten auch zu tun, wo wir irgendwie sagen, hey, eigentlich schade, die hatte mal diese klare Vision, die hatte dieses klare Feuer, diese klare Entschiedenheit und haben sich durch Lebensumstände ablenken lassen, durch Lebensumstände, durch Dinge, die im Leben passiert sind, rausbringen lassen, wegbringen lassen. Plötzlich waren andere Dinge wichtig. Und ich wünsche mir einfach, macht euch nochmal ernsthaft darüber Gedanken, warum das so ist. Und ob das tatsächlich das ist, wo ihr sagt, so will ich weiterleben, ja? Oder wo es nicht gut wäre, vielleicht auch zu sagen, okay, mein Preis ist es jetzt, den ich gern bezahle für Jesus, mein Preis ist es jetzt, auch Dinge abzulegen, loszulassen, abzuschneiden, um mich wieder neu zu fokussieren und neu hinzugeben. Ich möchte euch jetzt damit einfach mal alleine lassen. Ich glaube dran, dass der Heilige Geist hier ist und ich glaube dran, dass er in euch ist und dass er derjenige ist, der diese Gedanken, die ich jetzt so versucht habe, mitzugeben, sortieren kann. Dass er derjenige ist, der diese Gedanken in euch nochmal wirken lassen kann. Und vielleicht spürt ihr ihn, vielleicht merkt ihr, wie es so in euch klopft, ja, wie euer Herz vielleicht schlägt oder wie ihr irgendwie merkt, der Heilige Geist ist da. Dann hört nochmal hin, lasst uns diese Zeit der Stille kurz nehmen, um nochmal zu reflektieren und zu hören. Was will er dir sagen? Was ist da dran? Was sind vielleicht auch Entscheidungen, die du für dich treffen musst?